Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exakter Fort 4 hier mit der Maya Müller am Start. Und wo ist sie? Da, die freundliche Piper. Hallo Piper, wie geht's dir denn? Hast du was zu sagen? Was ist los? Lieber nicht, sonst hast du ein Loch im Kopf. Kann ich was für dich tun? Weiß ich nicht. Was hast du für eine Meinung? Was meinst du? Du bist echt ein gut erhaltenes Relikt. Weißt du das? Ich bin ein gut erhaltenes Relikt. Das ist gerne doch. Sicher. Ja, super. Gut. Wir haben uns um die Ghule hier oben gekümmert und eine, naja, schön schreckliche Geschichte über ein Eichhörnchen gehört. Und dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Das sind einige Meter, deshalb machen wir das per Warping. Ja, da ist es schon. Ja, ein kleiner praktischer Handflammenwerfer, wurde speziell für längere Kampfeinsätze entwickelt. Er verursacht dauerhaft Energieschaden und kann ein Ziel vollständig, ja, garen. Yeah, das ist der sogenannte Handgarer. Naja, lecker, lecker, Handgarer. Das ist so wie Döner am Spieß. Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Ja, so ist das manchmal im Job. Geht mir übrigens genauso. Ich habe auch immer das Gefühl, dass mich alle immer töten wollen. Konntest du diese Ghule erledigen? Ja, natürlich. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Ja. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Na, super. Gibt wieder Kohle, Kohle, Kohle. Und dementsprechend muss ich das natürlich auch wieder abgeben, die Quest. Das ist jetzt immer eine Warpe, Warpe, Warperei. Warpe, Warpe, Warperei bis dahin. Ja, jetzt hatten wir das eine Mal mit dem Detektiv hier gehabt, mit diesem Psychopathen, dann dieses Eichhörnchen. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch mal noch eine schöne Geschichte gibt. Es muss doch auch mal eine schöne, sowas, sowas Herzergreifendes, sowas Schönes, sowas, wo man sagt, oh, schön, dass ich diese Geschichte gehört habe. Irgendwie sowas. Wenn das nicht kommt, bin ich schon fast am Überlegen, ob ich euch eine Geschichte vorlese. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwelche lizenzfreien, schönen Geschichten im Internet gibt. Ansonsten könnt ihr mir ja mal eine posten, wo ihr genau wisst, dass die Lizenz frei ist. So, dort lang. Hey. Nee, der ist draußen. Hallöchen. Ich hab die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist ja schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Genau. Ich lass es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Ja, gerne und doch. Denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Okay. Damit bringst du unsere Sache voran. Jo. Gut, Ghoul-Problem bei County Crossing erledigt. Ich bin immer froh, wenn ich sehe, wie die Sonne wieder aufgeht. Ja, ich aber auch. Gut, also, dann wollen wir mal nachschauen. Wir haben die Daten. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann geht's jetzt direkterweise hier weiter. Sprich mit den Siedlern bei Somerville Place. Das haben wir jetzt, also jetzt haben wir die Standard-Ghoul-Geschichten und Raider-Geschichten wohl durch. Das heißt, wir gehen jetzt. Oh, das ist eine ganz schöne Strecke. Oh, das ist eine ganz schöne Strecke. Oh, das ist eine ganz schöne Strecke. Das ist eine ganz schöne Strecke, verdammte Hacke. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am intelligentesten hinkommen. So geht's so und so geht's so. Ja, das heißt, wir werden mal dort eine Chanel-Reise machen. Das heißt, wir kommen von dort, wir gehen wieder dorthin. Ja, super. Ja. Aber das heißt, wir düsen mal da runter. Da sieht nach diesem Laserding aus. Ja, 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 es ist Laserding. Zweimal aufladen und bäm. Jo. Lasermuskete, da steht's ja auch, ja. Ja. Jede Drehung ihres Griffs lädt die Fusionszelle ein wenig weiter auf. Aha, 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 aha. Gut, aber jetzt haben wir erstmal wieder ein Ziel vor Augen, das sich in dieser Richtung befindet. Das heißt, wir werden mal uns in die Richtung auch bewegen. Es wäre sowas wie ein Pferd oder sowas ganz lustig. Wisst ihr, was ich meine? So,
Wo man dann einfach so hinreitet und fertig ist die Chose. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Das ist auch oft ganz normal im Leben so, dass man nicht alles haben kann. Aber naja. Wow, jetzt gehen wir hier durch das Gestrüb. Was ich ein bisschen verwunderlich finde, ist, dass nach 200 Jahren das immer noch so grau ist. Das finde ich persönlich eigentlich ein bisschen unrealistisch, weil wenn man sich so Tschernobyl anguckt, ja, da gab es ja auch etwas, eine nukleare Katastrophe, wächst da ja mittlerweile schon, ja, etwas mehr, kann man so sagen. Es ist zwar jetzt nicht da so weggebrannt, aber es gibt ja auch verschiedene Orte, wo dann bald weggebrannt ist und danach blüht schon wieder. Ne? Es gibt ja sogar Pflanzen, die brauchen extreme Hitze, damit die sich fortpflanzen können. Aber na gut. Das ist sozusagen immer mein Realismusanspruch an Spiele. Ja, der ist dann auch nie gegeben. Naja, sind halt Spiele. Die müssen nicht immer realistisch sein, ich weiß, aber manchmal... Da klang gerade nach was Großem. Okay, ich mach das mal so. Ja, ja, ich hab auch keinen Bock mit dir dazu machen. Ja, ja, mach mal tausendmal, hä? Ich möchte natürlich dem Ziel entgegenkommen. Wenn ich jetzt hier alles mitnehme, dann komme ich nie voran, ne? Das ist ja das Problem bei sowas. Der typische Open-World-Phänomen, ne? Man läuft und läuft und läuft und hat mal tausend Begegnungen und, ja, eigentlich wollte man nur was machen. Tja. Da ist man hier unterwegs von einem Ort zum anderen. Da vorne sieht das wieder nach einem Siedlungsproblem aus. Oh, Blümchen. Hubblume. Hubblume nehmen wir mit. So. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Deshalb machen wir ein bisschen Umweg. Juhu. Und rennen tue ich auch nicht, weil ich immer nicht weiß, ob ich VST brauche. Ne? Da brauche ich ja mal diese Action Points. Das ist es ja auch immer wieder. Aha. Also nochmal Halt. Nö, nicht. Ich hab gedacht, da würde dran was liegen. Jetzt mach ich doch wieder Umwege. Wir haben doch noch so viel Strecke vor uns. Hm? Das Ding sieht komisch aus. Da höre ich wieder ein Heli. Oi, ein Rabe. Niedlich. Finde ich ja toll, diese Vögel. So Raben und Krähen und so weiter. Also sind nicht aller Manns oder aller Welts Freude. Aber ich finde die ganz toll, diese Tierchen. Oh, haben ja auch eine gewisse Intelligenz. Da vorne ist er. Naja. Da helit der Heli herum. Was ist denn hier los? Hä? Ich finde das hier gerade ein bisschen komisch. Fleischsack. Sehr merkwürdig. Supermutanten-Scharmützler. Okay, da sind Supermutanten. Okay, dann lassen wir mal lieber sein. Ja, mit Supermutanten haben wir ja schon unsere goldige Erfahrung. Oh, Leuchtpilze. Goldige Erfahrung gemacht. Ja.
So, Torsor, Torsor. Habt's doch richtig gehört. Torsor, Torsor, Torsor. Ach du Schande. Der will mich da hier verarschen, warte mal. So, dann machen wir es mal so. Na, dann geht doch ein Schlag beim fertig. So, und der kriegt dann auch einen Schlag verpasst oder auch nicht. So. Na. So, fleischi, fleischi. Ja, Piper, wo bleibst du? Hä? Willst du die Helis angucken oder was? Mit der Supermutanten, die Kämpferei da hinten oder was? Hä? Da fällt sowieso gleich wieder ein Heli runter, wie der fliegt. Guck dir doch mal an, wie der da steht. Das ist doch nicht normal. Und dann noch drei. Ja. Oh, Mann, nee, diese Reihe bringt mich auch irgendwann mal um. So, Hilfsmittel, Radarlaken, gegrillte. So, mach mal so. Ja, siehst du, sag doch, macht bumm. Ja, weil die bekloppt sind. Die wissen nicht, was sie machen da, ne? Die sind doch irre da hinten, ne? So, da vorne ist die Ansiedlung theoretischerweise. Jetzt müssten wir bald auch die Meterzahl bekommen. Hoffe ich zumindest. Ah, Blitze kommen jetzt auch. Regnet tut, das ist ja super Wetter hier, ne? Ah, hier so voll durch den maroden Wald. Aber wie gesagt, theoretischerweise müsste das eigentlich auch mit der Zeit grün werden hier. Gut, da sind wir. Ah, Somerville Place. Nur damit du es weißt, ich behalte dich im Auge. Danke. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja, deshalb bin ich hier. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie genau. Kann ich helfen? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Oh. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Ein mächtiges Problem. Was blöd an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Oh. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Aha, wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Aha. Ich sorg mal dafür, wa? Mal sehen, was ich tun kann. Oh, danke. Wir wussten wirklich nicht weiter. Piper hat das übrigens gefallen. Okay. Gut, schauen wir mal nach, wo das ist. Das ist... Ach du Schande. Ach du Schande, das ist wieder ganz weit oben. Und das ist so ziemlich in der Nähe. Schnellreisen, ja. Grognak. Yeah. So ist das. Grognar Tababa. Tja. Mach mal hinne. Der Skill Baba macht dann den Nahkampfskill. Ja. Wow. Sind wir ja so weit runtergereist, um wieder da ganz nach oben zu gehen. Und hier in der Nähe ist das Loch. Hm? Hier in der Nähe, das war ja sehr in der Nähe dann. Es ist. Glaubt dem Begriff der Nähe, dürfen die NPCs nochmal neu lernen, ja? Der hätte sagen können, ja, irgendwo da in der Ferne. Oh, hier meine Nase kurz. Befindet sich etwas Schönes. Zirp, zirp, zirp. Hier sind die Zirpen unterwegs. Ah. Da sind dann die Zirpen unterwegs und wir streifen hier herum. Das finde ich gar nicht dumm, das macht viel Spaß. Und ich düse, düse noch 100 Meter im Sauseschritt und bring die Sichel mit. Ja, mit Liebe hat das ja nicht viel zu tun. Wie sieht's denn hier? Oh, wow, 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 wow. Da haben wir sie schon. Oh, ihr seid echt...
Gut. Torsoretto, danke. Gut, Torsoretto, der nächste bitte auch mal Torsoretto oder Blutsack, ist mir auch egal, wo du triffst. Hauptsache du, oh, der ist zu weit weg. Der ist doch wieder definitiv näher dran. Ja, gut, dann zeig mal, was du kannst. So, den hat's gerissen. Den hat's auch gerissen, kritischer Schlag, okay. Oh, jetzt falle ich hier noch runter, ich Trottel. Ich bin ja manchmal so trottelig. Hey, Torsör. Und nochmal Torsör, danke. So, auch dich hat's gerissen, nicht ganz? Na komm. Oh, Radioaktivität, ist ja geil. So, einmal den hier. So. Da soll man die Ruhe bewahren bei so Viechern hier. So, warte mal. Ach du Schande. Mir geht's gar nicht gut, sehe ich gerade. Mir geht's gar nicht gut. Geröstete Mirlukenfleisch. So, machen wir es mal so. Aha. So, der ist noch lebendig, der ist noch lebendig, der will sich aber hier nicht schnitzeln lassen. Mann. So. Puh. Also die Viecher sind auch bis heute definitiv eins nicht. Meine Freunde. Die Viecher mag ich bis heute nicht. Die Frage ist, wo habe ich hier noch welche? Da sind keine mehr drin. Ja. Den haben wir leer. Joa. Passt, wackelt. Hat Luft, hat Air-Condition. Passt. Gut, dann werden wir mal ganz schnell ein bisschen was aufladen. Gut, haben wir automatisches Speichern. Da drinnen ist doch was. Was haben wir denn hier? Haben wir. Danke. Dann ist da nochmal was Kochflache, sauberes Kleid, schmutziges Wasser, Fusionszellen. Wo ist das? Wo ist es? Ach, das ist unter uns. Schauen wir mal, wo hier unter uns. Irgendwo da unter uns. Sehr irritierend. Aha. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich hier aber nicht rein muss. Nee, hier muss ich nicht rein. Da muss ich nicht rein. Schwierige Frage. Aha. Hurra, eine Leiche. Ich esse das Harte, du das Weiche. Da ist die Piper. Hm. 44 Meter. Joa. Bring wir's hinter uns, okay? Juhu! Blee fliegen! Hey! Rotz mich ja nicht voll!
So, Blähfliege, du. Jetzt bist du hier dran. So. Na, was ist los? Danke sehr. Ja, das kann. Ja, die ist away. Cast away. Da läuft irgendwie Musik und die muss ich wieder entsorgen. So, Blutkäferle. Einmal Blutkäferle hier. Einmal Critical Power. So, den hat's gerissen. Sehr schön. Ja, da reicht die Power nicht mehr. So, na komm. Geht doch. Oder auch nicht. Halt! Steak. Ach komm. Das kann doch ja nicht wahr sein hier. So. So, und erstmal das aus. Danke. Einfacher Kampf ist das nicht. So, Notizbuch, Kronkorken, Süßkuchen, Entdecker-Outfit, Sportkleidung, nein. Nee. Nehmen wir mal das mit. Schachtel, Zigaretten, Tischventilator, ja, nehmen wir den mal mit. Verbessertes Hacking, ja, ist ja sehr schön. Überseekoffer, Einsteiger. Ja, wie gesagt, das mache ich immer wieder. Okay, wenn ich wüsste, wie weit. Okay, so eher nicht, das eher auch nicht, dann so rum. Genau. Cool. Gut, das Ding ist gefüllt. Sehr schön. Gut, wir haben Patrone, Impuls, Cocktail, Patronen. Naja. Oh ja. Alles schick. Gut. 5 Meter, wieder unter uns. Ich mach mal Licht an. Please. Licht an, da haben wir Licht an. Kaputte Lampe. Darf ich mal bitte durch? Darf ich mal bitte durch? Danke sehr. 7 Meter. Aha, das ist die Werkstatt. Oh. Danke. Da hat's eine Kuh gerissen. Ein Brahmi sozusagen. Durchsuchen. Gut. Jo. Okay. Haben wir. Geiler Ausblick hier eigentlich. Wenn man sich vorstellt, dass das hier mal grün war, dürfte das ein ziemlich teures Grundstück gewesen sein, ne? Versteht schon, was ich meine. Oh. Ist doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja, bestimmt. Ja, ja. Ich bin übrigens zu schwer. Piper, wo bist du denn eigentlich? Piper. Oh. Piper, wo bist du hin? Piper, wo bist du bloß? Einsteiger, juhu. Ja, es wird nicht weniger, was ich hier kriege. Okay. Cool. Ja. Oh. Laser. Schließen wir das mal. Aha. Danke sehr. Wir sind schon so schwer. Ja, wir sind schon so schwer. Juhu.
Wir wiegen ja schon nur eine Tonne. Ja, ja, ist ja gar nicht so wenig, was wir wiegen. Was wir hier alles genommen haben. Ja. Da oben ist auch noch was. Tür schließen, mach mal. Ja, danke. Hallo, Piper. Hey, Greif ruhig zu. Genau, greif mal ruhig zu. Was haben wir denn da? Elektromagnetische Kartusche. Mensch. So, Impro-Pistole, Gewehr, Impulsminen, Kampfflinte, Molly, Splittergranate, Splittermine. Joa, Kleidung, sauberes Kleid, kannst du dir mal was Schönes anziehen. Joa. Was haben wir denn noch? Genau, dann kannst du alle 8 nehmen. Das kannst du nehmen. Oh Gott, wir sind so schwer. Und ich weiß noch nicht mal eigentlich, wodurch so viel ist, weil so viel ist das gar nicht, was wir hier haben. Gut, wir sind soweit. Das heißt, wir sehen uns, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, will ich noch dieses eine Ding da holen. Gerne. Wo ist das gewesen? Oh, Kartoffelchips, ich finde wieder so viel schöne Sachen. Ja, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und wo waren das? Ah, da. Gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.